Drop the gun. You are under arrest. Ich bin ein Cyborg, weil ich ein effizienterer Mensch sein will. Nicht ein besserer Mensch. Aber ich glaube, dass ich mehr aus meinem eigenen Leben rausholen kann. Dass ich mehr aus fremden Leben rausholen kann, indem ich Denkanstöße verursache. Also glaube ich, dass ich ein effizienterer Mensch bin, aber nicht besser. Also besser müsste man werten und ich sehe das gar nicht wertend. Für mich ist Fortschritt der wichtigste Bestandteil vom Leben. Ohne Fortschritt gibt es keine Entwicklung. Wenn wir jetzt nicht anfangen, uns selbst zu entwickeln, den Übermenschen schaffen und die nächste Stufe, dann stagnieren wir für alle Zeiten und das funktioniert nicht. Und das ist für mich weder für die Zukunft sinnvoll, noch für den Menschen sinnvoll. Ich trage Implantate in mir, die Funktionen haben. Ich bin die Mischung zwischen Mensch und Maschine. Sieht düster aus, weil ich gerne düster lebe. Also die Leute nennen mich Grufti und ich glaube, das bin ich im klassischen Sinne auch. Ich stehe auf Totenköpfe, spukigen Kram, Pentagramme und den ganzen düsteren Zeug. Und ich mag den Grufti-Kitsch. Angefangen habe ich mit 18. Wir sind in den Tierhandel gegangen und ich habe gesagt, jetzt setze ich mir mal so ein Teil. Wir haben uns für die Kühe, die normalerweise in die Ohren kommen, haben wir uns einen Chip gesetzt, habe ich mir in die Handfläche gespritzt und habe gesagt, jetzt lege ich einfach los und gucken, was ich damit machen kann. Ich habe leider nicht viel damit machen können, weil das Knowledge gefehlt hat, die Community hat gefehlt, aber ich war neugierig, ich fand mich selbst für ziemlich cool und habe gesagt, jetzt legen wir einfach los. In meiner rechten Hand habe ich einen Low-Frequency-Chip drin, den sieht man leider nicht, nur die Narbe. In meiner linken Hand, da sieht man den Chip, ist ein High-Frequency-Chip drin. Dann habe ich noch einen ganz alten, der ist auch 17 Jahre alt, habe ich hier drin. Da habe ich vom Tierarzt mir reinspritzen lassen, der ist leider schon tot. Und das gleiche habe ich dann hier unten nochmal. Auch noch ein toter Chip drin. Was ich machen kann, ich kann mein Telefon mit meinem Chip entsperren. Jetzt muss ich die Stelle finden. Zack, ist das Telefon entsperrt. Ich kann mir eine Textdatei hinterlegen als Datensatz, eine URL zu einer Website, die ich toll finde, eine Suchfunktion. Ich kann mein Facebook-Profil, mein Twitter, mein LinkedIn hinterlegen, wenn ich das sharen möchte, mein Steam-Account. Für die Paranoiden kann ich sogar mein Bitcoin-Konto hinterlegen. Ich habe mich für Chips entschieden, obwohl es natürlich auch möglich ist, mit meinem Gesicht mein iPhone zu entsperren oder mit meinem Fingerabdruck. Das heißt ja nicht, dass der Fingerabdruck oder das Face Unlock weniger praktisch sind. Im Grunde ist der Chip unpraktischer, weil ich muss einen Vorgang mehr machen. Aber ich möchte damit einen Antrieb schaffen. Ich möchte durch Konsum Interesse wecken. Das heißt, umso mehr ich konsumiere in Sachen mit Chips, mit Upgrades, mit Wearables und was es da alles gibt, versuche ich mit den Leuten, die das auch vertreten, einen Markt zu schaffen. Das heißt, wenn wir konsumieren, dann wird irgendjemand irgendwann Interesse haben, damit Geld zu verdienen. Meine Body Modification und meine subdermalen Implantate haben effektiv keine Funktion. Es ist rein, wie ich mein Aussehen ändern möchte, ja. Ich habe Mike kennengelernt, als ich einen Vortrag gehalten habe und er hat sich als Zuschauer gemeldet. Wir vertreten uns gegenseitig in der Öffentlichkeit, also wir teilen sehr viel in unserem Spektrum, in unserer Wahrnehmung, in unserer Realitätswahrnehmung und wir haben den gleichen Gedanken. Ich wurde von der Fantasy Basel eingeladen, über Transhumanismus zu sprechen, über das Cyborg-Leben, weil ich mich als Cyborg bezeichne.
und ein bisschen Aufklärung zu treiben, den Leuten zeige, was wir tun und ein bisschen mit den Leuten agieren, was wir da Verrücktes tun. Die Leute sind mutig hier. Sie sind bereit, sich in eine andere Rolle zu begeben. Sie sind bereit, andere Menschen zu akzeptieren und sind auch bereit, sich neue Ideen anzuhören. Also ich finde es hier sehr gut passiert. Wir haben gestern darüber gesprochen, du hast gesagt, du würdest jetzt auf dein Leben, dein physisches Leben verzichten, um in digitaler Form weiterzuleben. Du würdest jetzt schon den Schritt machen und würdest nicht bis ins Alter warten. Absolut. Hast du keine Angst vor der Unendlichkeit? Für mich ist Unendlichkeit nicht so ein Problem, weil wenn wir einen Körper haben, der immer funktioniert, der immer fähig ist, da ist, verstehe ich den Punkt nicht, warum die Unendlichkeit ein Problem sein sollte. Weil ich möchte ja jetzt auch nicht sterben. Warum sollte ich in 1000 Jahren sterben wollen? Wenn dein biologischer Körper ja dann irgendwann zu einem Ende kommt, dann lebt einfach die Maschine weiter, aber du selbst bist ja dann trotzdem zum Ende gekommen. Ja, also für mich als Kopie dann geht das genauso weiter. Also ich führe dann mein Leben weiter halt als die Kopie. Aber die Entwicklung, die danach stattfindet, das bin weiterhin ich. Also ich mache eine digitale Kopie vom Verstand, vom Gehirn an dem Punkt. Das heißt, ich bin 1:1 dasselbe an dem Punkt, wo ich gespalten werde. Das heißt, ich verändere mich erst danach. Habt ihr zu viel Science Fiction geschaut? Ich glaube, Mind Uploading ist keine Fantasie aus der Science Fiction. Ich glaube nicht, dass wir zu viel Science Fiction geguckt haben. Ich glaube, dass uns Science Fiction den Mut gegeben hat, Wünsche zu äußern. Dass ein Geist und ein Bewusstsein digitalisiert wird, ist tatsächlich irgendwann möglich. Dass ein Geist an zwei Stellen digital existieren kann, als Kopie, als Klon, wie man das dann immer auch sieht, das wird auch passieren. Ob ich es erleben werde, ist eine andere Geschichte. Dass man einen Geist in einen anderen Körper swappen kann, das ist das Body-Swappen oder Wirt-Swappen, das wird auch passieren. Wenn du dir vorstellst, du bist sterbenskrank, du hast die Möglichkeit, dein Bewusstsein in einen anderen Körper zu stecken oder digital weiterzuleben, für alle Zeiten, die Leute werden es wollen. Ich bin in die Schweiz gekommen, weil in Basel eine Cocktailbar einen Barmanager gesucht hat, was mein Spezialgebiet ist. Also ich arbeite mit Cocktails, ich bin eigentlich der klassische Barkeeper, arbeite inzwischen aber eher in der Geschäftsführung als Barmanager. Ich kümmere mich um Konzepte, ich kümmere mich um das Angebot und eigentlich was administrativ drumherum passiert, ja. Im Beruf merkt man eigentlich nichts von meinem Privatleben. Es kann mal passieren, dass jemand meine Arme sieht und das, was auffällt, dass ich Implantate trage. Grundsätzlich trenne ich das ganz bewusst. Und ich finde, im Beruf hat das auch nichts zu suchen. Und das ist mein privates Pleasure, soll auch nicht in den Beruf reflektiert werden. Ja. Der Mensch ist an einem Punkt angelangt, wo er stagniert. Wir haben keine Entwicklung mehr. Ich glaube nicht, dass ein Mensch glücklich ist, wenn er einfach auf dem Stand bleibt, wo er ist. Eine rein geistige Entwicklung reicht mir nicht. Und es ist auch tatsächlich für die Zukunft nicht ausreichend. Es muss eine körperliche und physische Entwicklung geben. Und es heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließen muss. Aber das eine kann durch das andere erfolgen. Wenn wir geistige Entwicklung durchmachen, durch bewusstes Leben, bewusstes Informationen konsumieren und so weiter und so fort, entwickeln wir automatisch das Bedürfnis, auch physische Entwicklung zu haben. Das ist ganz normal. Wenn du dir über deinen Körper so bewusst bist, dann möchtest du Makel entfernen, du möchtest Schwachstellen entfernen. Meine Schilddrüse ist nicht gesund. Und für mich ist natürlich ein persönliches Interesse, dass ich irgendwann die Schilddrüsenfunktion, die dieses Ding momentan noch trägt, mit einer Maschine ersetzen kann, ganz klar. Ich möchte nicht darauf verzichten, ich möchte es ersetzen. Ich möchte nicht fragil sein, ich möchte nicht auf Körperfunktion verzichten müssen. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Schilddrüse, die nicht richtig funktioniert, durch eine Maschine zu ersetzen, die peak-fine funktioniert, solange ich sie anständig behandle,
Das ist das absolut Größte. Also ich würde wahrscheinlich einer Maschine mehr vertrauen als meiner eigenen angegriffenen Schilddrüse. Menschen, die mir nahestehen, die sind das gewohnt. Die sagen, Steve spinnt mal wieder, der macht mal wieder irgendeinen anderen Quatsch. Kommt mal wieder auf eine Spinnerei und tut sich das an. Also man wird viel belächelt, aber auf eine respektvolle Art aus meinem Umfeld. Es gibt tatsächlich Kritiker, die das sehr verurteilen. Das gibt es natürlich auch und das geht bis zu Beschimpfungen hin. Das gehört dazu. Aber ich wurde noch nie irgendwie angegriffen im Sinne von so diffamiert, beleidigt oder so, dass ich sagen muss, ich muss das verstecken oder so. Das auf keinen Fall. So, Ali, alles fresh? Hey. Nicht schlecht, danke schön. Schön, danke schön. Das ist ein bisschen größer als das, was wir hatten. Das wird lustig. Ich lasse mir ein XBT-Chip-Implantat setzen. Das Tolle an dem Chip ist, er kann meine Körperwärme an der Stelle, wo ich es mir implantiere, analysieren und ich kann es auswerten mit dem Gerät und ablesen. Das könnte man aber auch ein Fiebermesser brauchen. Könnte man, aber ich finde das fetziger. Es kann einfach sein, dass ich einen Muskel erwische. Ein bisschen. Ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ich habe ja hier auch einen Muskel drin. Es tut weh, aber es ist nicht so tragisch. Aber wenn ich genug nah bin, geht's. Ich habe schon einige Chips gesetzt bei anderen. Ich habe schon einige Chips gesetzt an mir selber mittlerweile. Und ja, ich würde sagen, ich bin recht erfahren schon damit. Wir arbeiten hier steril und das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Der Chip ist steril in der Nadel drin. Deswegen sieht man ihn auch nicht, wenn man es implantiert und wird dann durch die Kanüle in die Haut reingedrückt. Ja. Das war's mal. Dann gehe ich einfach etwa 2 Zentimeter. Bist du, genau, bist du nur bis da. Du bist ready, hm? Aber ich glaube, der wird wehtun. Kann sein. Kann sein. Oh shit, der zieht er aber. Ja, warte, ist gleich drin. Oh. Entschuldige. Der hat wehgetan. Ja, hab ich mir gedacht. Geht's? Alles gut. So, alles gut, Zucker, alles gut. Ja, alles cool. Ja, wo haben wir die Pflaster? Na da. Tip top. So. So. Danke. Bitte schön. So. Kappe drauf, Affe tot. Ich möchte eigentlich meine komplette Identität auf meinem Chip haben. Das fängt bei einem Schlüssel an, dass ich meine Tür öffnen darf, also meine Berechtigung, meine ID-Karte, meine Bewilligung am besten noch und mein Geld. Das möchte ich alles haben. Ich möchte mich von diesem Zeug befreien. Mhm. Mike ist schon dabei, der kann seine Tür schon öffnen. Mhm. Der kratzt aber auch mit den Fingern, dass er bezahlen darf. Wir warten eigentlich nur drauf, dass uns das jemand gestattet. Musik war für mich immer absolut wichtig, also in jeglicher Hinsicht. Ja. Mein Ziel ist es tatsächlich, diese ganzen Knöpfe, die ich hier habe, überall verteilt habe, das sind ja nichts anderes als MIDI-Trigger. Das heißt, hinter jedem Knopf und hinter jeder Bewegung ist ein kleines Signal. Das wird an meinen Computer geschickt und der Computer macht das, was ich hier drücke. Ich möchte das hier drauf übertragen. Das ist ein kleines EEG-Gerät. Damit kann ich im Moment einen kleinen Orbitcopter steuern. Das ist so ein kleiner Hubschrauber, sieht aus wie eine Drohne. Mit dem kann ich ungefähr 3 bis 4 Befehle ausführen. Oh.
Ich möchte aber jeden Befehl, den ich hier habe, überall, möchte ich mit meinem Übertragungsgerät, mit einem EEG-Gerät, was über Hirnströme funktioniert, komplett steuern. Ich trigger eigentlich Befehle, indem ich dran denke. Ja. Das ist meine Konzentration. Das sind die Hirnwellen, die von diesem Gerät erfasst werden. Und umso besser die natürlich sind, umso mehr Ausschläge habe ich hier oben. Das heißt, jetzt habe ich mich gerade hier oben drauf konzentriert, dann geht meine Meditation hoch. Wenn ich wirklich überlegen muss, was ich sagen will zum Beispiel oder so, das kann ich gerade mal probieren, ob die wieder hochgeht. Ja, siehst du, geht hoch. Ich fange mich an zu konzentrieren und sie geht hoch. Also wenn ich natürlich ein EEG habe mit 32 Ablesepunkten anstatt nur einem, dann kann ich natürlich deutlich mehr Effizienz rausholen. Das heißt, in der utopischen Vorstellung, dass ich das jemals schaffen sollte, könnte ich mich voll auf meinen Stuhl setzen und alles steuern, ohne einen Finger krumm zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Technik verschmelzen. Und ich gehe davon aus, dass es unabdingbar ist. Und ich gehe davon aus, dass es in einer gewissen Zeit tatsächlich so normal ist, dass man sich eher wundert, dass es nicht früher passiert ist. Der Chip funktioniert tadellos. Die Schwellung ist weg, das Wundwasser ist weg und er macht seinen Dienst einwandfrei. Ich bekomme konstante Körpertemperaturwärme von der Stelle. Und ich bin mehr als zufrieden. Ja, hat wunderbar funktioniert. Ich möchte meinen Körper jederzeit überwachen können. Also meine Motivation ist die Medizin. Ich möchte jederzeit auf meinem iPad oder was auch immer ich dann benutze, alles sehen, was in meinem Körper vorgeht. Von meinem Blutzucker bis zu meiner Muskelentzündung, bis zu meiner Zahnfleischrückbildung, bis zu meinem Haarwuchs. Alles. Ich möchte jeden Punkt nachvollziehen können und somit aussteuern können. Möchtest du den Tod besiegen? Ob ich den Tod besiegen möchte, wenn ich mutig bin, ja, ganz ehrlich. Wenn ich die Möglichkeit hätte, ein echtes Leben in der Unsterblichkeit zu verbringen und meinen Tod selber bestimmen zu können, das wäre wahrscheinlich das Größte, was ich erreichen könnte. Und ich möchte es. Ich könnte tatsächlich mein Potenzial völlig ausschöpfen, weil ich habe dieses Zeitfenster nicht mehr. Das ist der Kernpunkt, wo wir hinwollen.